Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und auch in dieser Woche gucken wir uns wieder an, was hier in meinem Trade Republic Depot passiert ist und natürlich auch die Performance-Daten. Und wir gucken uns weitere Werte in meinem Depot an, Einzelwerte, insbesondere auch Aktien. Und dies ist die Folge 142 vom 13. August 2023. Los geht's! Und ich steige hier gleich mal ein mit der roten Performance von Freitag, hier minus 278 Euro oder 0,36%. Da ging es dann leicht nach unten. Auch im Wochenverlauf ging es dann unterm Strich 0,37% oder 285 Euro Richtung Süden. Wir waren zeitweise auch hier plus 1,1%, etwas mehr im Plus, ging dann aber zum Wochenende hin tatsächlich nach unten. Unten im Monatsverlauf immer noch im Plus hier mit 1% ungefähr oder 804 Euro. Und die Performance seit einem Jahr hier plus 4,32% oder 3.165 Euro. In der Monatsübersicht kann man dann sehen, dass das schon wieder etwas hier nach unten korrigiert ist. Aber wie gesagt, auf Monatsebene hier noch immer im Plus. Letzte Woche bin ich hier viele ETF-Werte durchgegangen. Ich habe hier nochmal die Performance seit dem Kauf dieser Wertpapiere hier eben aktiviert. Und ich versuche hier mal fortzusetzen mit einer Position, die wir letzte Woche noch nicht hatten. Das ist hier S&P 500 Consumer Discretionary. Das hatten wir noch nicht. Das sind US-Nicht-Basis-Konsumgüter, also Konsumgüter, die man nicht zwingend zum Leben benötigt. Hier sind halt Werte drin wie Amazon, sehr hochgewichtet mit etwa 31%, Tesla 16,5%, Home Depot, das ist ja ein Baumarkt in den USA, McDonald's, Nike und so weiter. Keine Luxusgüter, sondern halt nicht Basiskonsumgüter, ist immer so ein bisschen schwer zu unterscheiden. Ja, Konsumgüter ist der Sektor hier mit 99,8%. Hier bin ich investiert mit 2.200 Euro in etwa, bin ich hier 0,81% im Plus, ganz, ganz leicht, weil wenn wir uns hier mal den längerfristigen Chart halt einfach angucken, kann man sehen, dass wir hier noch nicht so viel wieder aufgeholt haben, noch nicht auf den alten Niveaus sind. Da sind tatsächlich Unternehmen drin, wenn es mit der US-Wirtschaft, insbesondere der US-Wirtschaft, dann noch ein wenig positiver weitergehen würde, könnten diese Unternehmen tatsächlich auch noch ein wenig aufholen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich weitermache. Genau, European Property Yield. Das sind europäische Immobilienunternehmen, auch viele deutsche Immobilienunternehmen dabei. 2.172 Euro investiert, noch 11,7% im Minus. Dieser Wert hat sich zwischenzeitlich hier auch mal leicht erholt. Wir haben aber immer noch ein unfassbar tiefes Niveau hier in der maximalen Übersicht, minus 41%, auf Jahresübersicht hier minus 23%. Und das bedeutet, sobald sich das Zinsniveau in der EU wieder so ein bisschen erholen könnte, könnten sich auch viele Immobilienunternehmen da wieder erholen. Aktuell sieht es wirklich nicht danach aus, dass sich von der EU her die Zinsanhebung und damit auch die Zinsen der fremdkapitalfinanzierten Immobilienunternehmen sich wieder erholen würde. Das heißt, die Zinsbelastung ist bei diesen Unternehmen halt einfach groß. Ich bespare hier das Ganze noch mit zweimal im Monat 20 Euro und von der Aufteilung hier kann man auch sehen, Vonovia 13,7%, Schweiz und Frankreich sind hier auch vertreten, aber auch noch weitere deutsche Immobilienunternehmen. Und das ist ein Wert, da weiß ich noch nicht, wie langfristig ich dort investiert sein möchte, aber das ist ein klassischer, eine klassische Sektorwette quasi, dass sich hier die europäischen Immobilienunternehmen wieder erholen. Den Nasdaq 100 hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon in dem letzten Video. Und Developed Markets Property Yield, das sind dann Immobilien aus den Industrieländern, entwickelten Ländern quasi. Auch hier haben wir dann eine Korrektur erlebt, nicht so eine ganz harte, hier mit minus 11% seit Beginn des Charts auf Jahresebene, aber doch mit minus 18% gut korrigiert. Ich habe hier einen Sparplan drin, 1.672 Euro aktuell investiert. Minus 4,72% aktuelle Performance hier drin, also negative Performance immerhin. Und hier ist die Aufteilung sehr USA-lastig, sieht man bei diesen einzelnen Positionen. Realty Income ist hier mit 2,7% zum Beispiel vertreten. Die größte Position ist Prologis.
hier mit 7,8%. Und wenn wir uns nochmal die Länderaufteilung angucken, hier mit knapp 62% USA, deutsche Werte sind da auch drin, aber dermaßen untergewichtet, dass ich hier mir diesen europäischen Immobilien-ETF tatsächlich nochmal geholt habe. Und das Ganze auch in der ausschüttenden Variante. Und solange das so tief ist, nehme ich hier ein paar günstige Preise mit, in der Hoffnung, dass sich das auch wieder erholt. Und wovon ich auf jeden Fall abraten würde derzeit, wären Immobilien in China zu investieren. Denn da könnte noch eine Menge die nächsten Jahre passieren. Das wären wir dann tatsächlich absolut zu instabil. Progressive. Das ist jetzt quasi die erste Einzelaktie, derzeit auch meine höchstgewichtete Einzelaktie. Das wird sich noch verändern. Progressive ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern, eine Holding, hauptsächlich im Automobilbereich. Sind sie aktiv, aktuell auch ein bisschen korrigiert. Maximale Übersicht hier mit über 100% im Plus sieht gut aus. Jahresebene fast komplett neutral. Wir hatten hier so ein richtig, doch anstrengenderes Dip, weil die Halbjahreszahlen, war das glaube ich, nicht so gut waren. Das hat sich dann wieder erholt leicht von den tiefsten Kursen. Ich wollte hier langsam reinkommen, habe auch mal ein paar Einzelaktien gekauft. Da muss so richtig runtergehen, war ich natürlich deutlich im Minus. Und dort habe ich ein paar Aktien dann mitgenommen, bin aktuell fast neutral hier mit 1,45%. Die 1.120 Euro möchte ich nicht dauerhaft hier investiert haben. Ich würde hier eine Aktie bei 125 und zwei bei 135 Euro dann verkaufen. Hier habe ich Limit-Ordern eingestellt. Das heißt, diese Position soll dann auch reduziert werden. Und ich war auch schon im Laufe der, muss man mal gucken, war das diese oder letzte Woche, auch schon wieder leicht im Plus hier mit 117,80 Euro durchschnittlicher Buy-in, 117,50 Euro. Langfristige Positionsgröße hier würde ich sagen etwa 700 Euro. Und das darf dann auch mal bei diesen Werten, die meisten Einzelaktien, die ich jetzt hier im Depot habe, die haben einen sehr langen Track Record, also eine sehr lange Vergangenheit, wo man auch mal schwierige Zeiten einfacher durchstehen kann, wie ich persönlich finde. Bei Danaher sieht das auch so aus, das ist ja auch eine Holding, Mischkonzern in unterschiedlichen Sektoren tätig. Die sind auch etwas korrigiert hier, auch wegen den Fundamentals, aber immer noch 165% im Plus hier im langfristigen Chart. Auf Jahresebene 17,44% im Minus, beziehungsweise 26% hier an den tiefsten Kursen hier im Jahreschart. Ich bin hier knapp 7% im Minus, ungefähr 900 Euro aktuell investiert. Ich nehme hier ein paar günstige Kurse mit einem kleineren Sparplan hier mit 20 Euro im Monat mit. Auch diese Position soll dann später wieder kleiner werden, wenn sich die Kurse mal wieder erholen mögen. Wie gesagt, bei diesen Werten habe ich eigentlich Zeit. Limitverkauf bei 290 Euro würde ich hier eine Aktie verkaufen. KGV 30, also auch verhältnismäßig hoch bewertet. Bei Progressive, wir gucken uns auch nochmal die aktuellen Bewertungszahlen an. Ich glaube, hier waren wir im 40er KGV. 44 haben wir hier aktuell, da waren wir letztens auch über 100. Das liegt dann auch immer an diesen kurzfristigen Zahlen. Die melden auch auf Monatsbasis hier Progressive die Daten. Und das liegt dann auch mal an Sondermerkmalen einfach in der Bilanz beziehungsweise teilweise auch Abschreibungen. Investor AB, das ist auch eine schwedische Holding, ist auch stark in weltweiten insbesondere, aber auch in europäischen Industrieunternehmen investiert. Das ist in Europa eines der wenigen Einzelaktien, die ich tatsächlich hier auch habe. Da bin ich mit 871 Euro investiert, bin 3,3% im Minus, habe schon ein paar Dividenden eingestrichen, 2% Dividendenrendite im Jahr, kein großer Dividendenwert. Ist halt ein Investorenunternehmen, das heißt KGV kann man hier nicht so richtig bewerten. Ich hatte dazu schon mal ein komplettes Video gemacht, Langfristposition, ich habe hier keinen Kauf, keinen Verkauf geplant. Vielleicht würde ich mal, wenn es nach oben geht, um das Ganze zu rebalancen, dass ich vielleicht eine 700 bis 800 Euro Größe hier einhalte. Ich mache nochmal einen langfristigen Chart hier an, dass man vielleicht so um die 22 Euro oder so einfach nur, um das Ganze nicht zu groß werden zu lassen, dort etwas verkaufe. Investor AB war übrigens eine lange Zeit der größte Einzelwert hier in diesem Depot. United Health Group.
ist ein riesiger US-amerikanischer Krankenversicherer. Im langfristigen Chart hier auch über 100%, waren hier auch noch eine Ecke höher bei 135% im grünen Bereich. Auf Jahresebene hier minus 10% und da ging es auch noch mehr, über 20% nach unten. Ist auch sehr von den Arbeitsmarktdaten immer abhängig und aktuell ist es ja auch so, dass man in den USA die Zinsen so lange dann doch wahrscheinlich erhöhen wird, vielleicht noch eine Zinsanhebung, bis der Arbeitsmarkt so ein bisschen abkühlt. Wir haben leichte Abkühlungsdaten, wir haben hier schon eine leichte Korrektur drin, 825 Euro aktuell investiert, 8,43% hier Minus und genau um dieses gegebenenfalls Dip jetzt aktuell vielleicht auch die nächsten Monate mitzunehmen. Auch hier ein Wert, der schon sehr lange existiert, der eine sehr lange History halt hat. Und hier kann ich mich dann auch mal hier vom Dip her halt einfach einkaufen. KGV aktuell 22. Und diese Unternehmen, die halt gerade im S&P 500 sehr gut laufen, die haben so gut wie immer ein hohes KGV und die wirst du, also da abzuwarten, bis sie ein KGV von 10 oder 15 haben, da kann es durchaus sein, dass du da 10 oder 15 Jahre drauf wartest. Und dann haben sich viele dieser Werte dann verfünf- oder verzehnfacht mitunter. Und wäre mir dann auch zu anstrengend. Das möchte ich gerne nicht machen. Berkshire Hathaway, die stehen ausgezeichnet da aktuell. Hier im langfristigen Chart auch plus 80%. Ich glaube, S&P 500 wieder geschlagen. Seit einem Jahr plus 14% hier. 686 Euro habe ich da aktuell investiert, plus knapp 15%. Runden wir mal großzügig auf. Ist ja auch eine Holding, KGV 9 hier, schütten keine Dividende aus. Ist ja Warren Buffetts Investmentunternehmen, besteht zu, ich weiß nicht, ich habe letztes Mal eine Zuzahl gesagt, ich glaube so ungefähr 30%, unter 40% auf jeden Fall aus Apple-Aktien halt. Also auch ein größeres Apple-Investment. Und ja, diese Positionsgröße soll hier erstmal so bleiben. Ja, und das mit Investor AB hat nicht ganz gestimmt, denn ich bin hier auch eingestiegen in ein anderes europäisches Unternehmen. Novo Nordisk ist aber tatsächlich eine Ausnahme, ist hier auch im Gesundheits- oder im Pharmabereich unterwegs. Dänisches Unternehmen, die stellen ja insbesondere, jetzt gucken wir hier unten nochmal in der Beschreibung ganz kurz nach, Diabetes, Medikamente halt einfach her, also sprich auch Insulin, sind damit unglaublich erfolgreich, unglaubliches Wachstum. Diese Wochen hat man nochmal einen Sprung wegen einer Abnehmspritze, Wegovy, da gab es gute Daten. Ja, das ist nicht etwas, worauf ich jetzt spekuliere. Für mich zählt hier der Track Record. Das KGV hier mit 42 ist für diesen Sektor, für diese Branche unglaublich hoch. Aber weil Novo Nordisk hohe Margen hat, hohe Gewinne hat, hohes Wachstum hat, hat man die auch, wenn man sich hier diesen Chart anguckt, wirklich selten günstig bekommen. 301% im langfristigen Chart, auf Jahresebene 58%. Das heißt, hättest du vor einem Jahr kaufen wollen, aber nicht gemacht, weil du abwarten wolltest, müsstest du jetzt für 58% mehr eine Aktie kaufen. Und es ist ganz, ganz schwer, hier einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ich habe hier einen Sparplan drin gehabt, um hier überhaupt reinzukommen. Dann hatte ich ein paar Aktien, jetzt gucken wir mal hier, Monatschart, nee, kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil der Chart jetzt so nach oben geht, relativ günstig, auf jeden Fall nochmal ein, zwei Aktien hier gekauft, weil ich dachte, naja, muss ja irgendwie dann reinkommen, 590 Euro investiert, 16,34% im Plus und ich habe dann auch hier im Wochenverlauf diesen Kurssprung von teilweise hier knapp 22% mitgenommen. Ja, Zahlen wurden, glaube ich, auch die Woche vorgestellt, war auch alles einigermaßen okay. Und hier muss man, also hier unterscheidet es sich einfach auch bei den Anlegern. Will man in ein Unternehmen investieren, was immer hoch bewertet ist, wo man nie zu günstigen Kursen reinkommt, aber langfristig daran partizipieren will? Oder ist einem das einfach grundsätzlich zu teuer? Das ist immer so eine persönliche Frage. Ich bin da jetzt eingestiegen, die Größe der Position. Ja, Sparplan lasse ich jetzt nochmal laufen, aber ich denke auch so bald bis maximal 700 Euro, dann ist da auch erstmal Ende und dann werde ich da erstmal nichts machen. Kintas oder Chintas? Ich glaube Kintas spricht man das aus. Das ist ein Arbeitsbekleidungsmittelhersteller und Dienstleister, der reinigt diese Arbeitskleidung dann auch aus den USA. Auch ein sehr alter S&P 500 Wert zu dem und Progressive hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Die fand ich wahnsinnig interessant und auch hier habe ich versucht reinzukommen. Also hier im maximalen Chart plus 140% knapp und hier im Jahreschart plus 8%.
Ich bin hier mit 172 Euro investiert, 1,67% im Plus, zweimal im Monat 20 Euro. Einzelkäufe gab es nicht. Ich spare da seit Monaten ein, weil ich da nicht reingekommen bin. Teilweise gab es hier, ich glaube hier wäre ein Dip gewesen, wo ich hätte einkaufen können, so um die 400 Euro. Habe ich aber nicht gemacht, weil wenn man sich das vorherige Niveau anguckt, hätte man denken können, dass da noch mehr passieren könnte. Gerade halt im April war ja die Stimmung teilweise auch noch anders. Bin ich nicht reingekommen und jetzt ist der Kurs dann teilweise auch auf über 460 gestiegen. Und ich lasse hier den Sparplan laufen. Sonst werde ich nie reinkommen, wie bei vielen anderen Werten auch. Und der Wert ist auch gut gelaufen. KGV 37 auch hoch bewertet. Aber wie gesagt, diese Werte gibt es selten günstiger, als sie hier aktuell so dastehen. Und super interessanter Wert, der ein bisschen auch von der amerikanischen Industrie im weiteren Sinne abhängig ist natürlich oder auch von der Allgemeinwirtschaft. Und da läuft es in den USA ja allgemein noch sehr gut. Und deswegen läuft hier Kinters auch noch sehr gut. McDonald's muss ich eigentlich nicht so viel sagen. Habe ich mich auch dazu entschlossen, das als Einzelaktie rauszunehmen, weil McDonald's eigentlich verhältnismäßig zuverlässig den S&P 500 schlägt mit 87% hier im Plus im langfristigen Chart. Jahresebene knapp 5%. Ich habe hier 157 Euro investiert, bin 1,6% im Minus. 40 Euro im Monat in zwei Monats oder in zwei Raten pro Monat werden hier eingespart. KGV 26, auch McDonald's hast du selten mit einem niedrigen KGV einfach bekommen. Und McDonald's ist ja auch, wie gesagt, hier verhältnismäßig gut gelaufen, Track Record. Und dann gibt es auch nochmal eine Dividende hier von 2,1% im Jahr. Also auch ein Langfristwert einfach. Und hier lasse ich auch Sparplan laufen. Wenn es mal nach unten korrigiert, würde ich mir auch insgesamt wahrscheinlich auch so eine 600-700 Euro Position aufbauen. Das ist aktuell die Größe, die ich bei vielen Werten anstrebe. Außer zum Beispiel bei Pool, da strebe ich keine langfristige Position an. Diese Position soll auch nicht so groß werden. Pool ist ein Pool-Zubehörhersteller aus den USA. Da hatte ich auch in anderen Videos schon ein paar Worte verloren, auch im Finanzimpuls Community Depot. 111% im langfristigen Chart auf Jahresebene minus 6%. Und wenn wir uns den Chart hier angucken, kann man sehen, dass hier im Jahr 2021, dass wir bei 505 Euro in etwa waren, also hier so einen richtigen schönen Höchststand erreicht haben, dann hier hinten raus wieder korrigiert sind bei 340 Euro. Dieses Unternehmen hat auch wieder eine krasse Historie, ist die letzten Jahrzehnte wirklich sehr gut gelaufen. 60 Euro, 1,4% bin ich hier im Plus, 60 Euro investiert, zweimal im Monat 20 Euro. Das ist eher so ein Wert, der langfristig wahrscheinlich auch noch laufen wird, denn Pools in USA ist so eine Geschichte wie Autos und USA. Pools haben in den USA einen ganz anderen Stellenwert, auch noch heute. 25,5 ist hier das aktuelle KGV und ja, da schauen wir auch einfach mal, wie das weitergeht. Diese Position möchte ich gar nicht so groß werden lassen, weil man sieht hier immer so eine gewisse Volatilität, auch hier von den Höchstständen, wo es dann runterging. Und sobald die Zahlen vielleicht besser wären, weil Inflationszeiten, da werden die Leute mutmaßlich nicht ihr hauptsächliches Einkommen in die Wartung des Pools stecken, sondern vielleicht eher in Benzin und Lebensmittel und Wohnen. Und wenn sich da wieder etwas korrigiert, die Inflation in den USA liegt ja bei 3, noch was Prozent, hat sich so schon stark wieder runterreguliert, dass dann vielleicht auch wieder mehr in Pools investiert wird, in deren Wartung und dass dann hier auch die Umsätze und Gewinne bei Pool wieder steigen werden. Ob ich diesen Wert dann längerfristig halte oder ob ich nur diese Chance nach oben dann mitnehmen werde, das weiß ich noch gar nicht genau. Vonovia, das ist auch by the dip, weil wir ganz unten sind. Ganz kleine Sparraten, wöchentlich 15 Euro. Das letzte Mal hatte ich diesen Wert, also ich bespare die schon seit längerer Zeit. Das letzte Mal habe ich eine 200-Euro-Position mit, ich glaube, so 20-25% im Plus verkauft, weil ich genau hier unten dann eingespart hatte. Und auch hier by the dip, kurzfristiger Wert. Hier werde ich das Ganze 2, 3, 4 Monate laufen lassen, um günstigere Kurse mitzunehmen. Und wenn es dann wieder leicht nach oben geht, sei es 10, 20, 30%, nehme ich ein paar Euro Gewinne mit. Relativ unrelevant. Das ist eher so ein Spielwert, sage ich mal. Da geht es auch nicht um so viel Geld unterm Strich. Anders sieht es hier aus bei Tractor
Supply. Hier im langfristigen Chart plus 188%, seit einem Jahr plus 7,84%. Tractor Supply, das ist sowas wie in Deutschland, kennt man das in kleinstehenden ländlichen Raum, so ein bisschen als Reifeisen. Diese Reifeisenunternehmen, was so ein bisschen ja, Landwirtschaftsprodukte im weiteren Sinne sind, im Einzelhandels- oder Großhandelsstil auch teilweise. Und hier ist ein Einzelhandelsunternehmen im ländlichen Bereich in den USA. Und hier gibt es auch einen sehr, sehr langen Track Record. Das Unternehmen hat sich auch hervorragend entwickelt. KGV 22, also auch hier bei weitem nicht billig. Im Jahresverlauf sieht man die Schwankungen hier 20% im Plus oder dann halt auch mal wieder hier bis 190 dann runter korrigiert, um hier dann vernünftig reinzukommen. Ich mache hier nochmal die Monatsansicht an. Ja, hätte man hier kaufen können, aber ob man nun bei 187 kauft oder 200, dann weiß nicht, ist nicht so eine Korrektur, wo ich sage, da steige ich jetzt groß ein. Deswegen Sparplan zweimal im Monat 10 Euro. Der Wert steht aktuell gut da. Da könnte noch sich etwas korrigieren. Da warten wir einfach mal ab. Und das ist wieder ein Wert, den möchte ich auch so eine Positionsgröße 5, 6, 700 Euro haben. Dort möchte ich nur erstmal reinkommen. Und es ist schwer bei einem solchen Chart, bei einem solchen Kursverlauf, auch in Wachstum, dort vernünftig einzusteigen mit einem Einmalkauf. Und da machen diese Sparpläne durchaus Sinn. Und wenn es wie bei vielen anderen Werten, die hier unten, sage ich mal, sind, Kindas quasi, wenn da mal eine 10-20% Korrektur kommt, würde ich da einsteigen, dass ich dann eine Positionsgröße dann gegebenenfalls auch aufbaue. Nicht investierter Betrag, jetzt sehe ich den gar nicht mehr, 757 Euro. Ich zahle manuell ein, lasse dann die Sparpläne laufen und Zinsen habe ich hier insgesamt bisher 16,73 Euro bekommen bei Trade Republic hier. Und das war quasi die komplette Übersicht in meinem Depot. Wie gesagt, die vorherigen Werte, insbesondere ETFs, warum, wieso, wie groß und so weiter, habe ich in dem Video letzte Woche zu diesem Depot ja ausführlich erzählt. Und meine Frage wäre dann jetzt an dich, welches ist deine größte Position in deinem Depot? Also ist es ein großer ETF, eine große Einzelaktie? Und bitte schreib mir auch mal in die Kommentare, warum hast du dich für diese Position entschieden, dass die hier oben bei dir auf Position 1 steht? Bei mir ist es der Core S&P 500 tatsächlich auch als Kerninvestition, weil es halt einfach der breite USA-Markt ist, der seit Jahrzehnten, Dekaden fast den gesamten Rest der Welt ausperformt. Also ich kenne kaum ein anderes Land. Ich wüsste jetzt kein anderes Land, was die letzten 40 Jahre besser performt hat als den US-amerikanischen Markt. Vielleicht auch 50 Jahre, vielleicht auch 60 Jahre. Und deshalb habe ich mich für diesen ETF dann entschieden. Bin aber auch nicht abgeneigt, mich hier dann irgendwann mal zu verändern und vielleicht noch breiter in den MSCI World zu investieren. Aktuell habe ich das aber nicht vor. Falls noch nicht geschehen, würde ich mich über ein Like für meine Transparenz hier natürlich sehr freuen. Über deinen Kommentar freue ich mich wie immer auch sehr. Außerdem möchte ich nochmal kurz auf die Links in der Videobeschreibung hinweisen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderbare, renditereiche Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!